Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Erfahre mehr. Unser heutiger Gast ist Manuel Vollmann, der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich Land. Also ganz neu jetzt nicht, in seinem Amt, 80 Tage. Und da gilt es mal, so eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, beziehungsweise einen kleinen Ausblick zu halten. Was steht denn so alles an? Was hat er denn vor, der Neue? Und das Ganze wird ja auch aufgezeichnet als Podcast. Da darf ich begrüßen die Alena Hahn, die jetzt ihren Chef da auch ganz gerne mal auf den Zahn fühlt und ein paar Fragen hat, die ihr brennen unter den Nägeln liegen. Ja? Also übergebe ich jetzt mal das Wort an die Alena. Ja, Herr Vollmann, sind Sie denn gut in Ihrer neuen Position als Bürgermeister angekommen? Ja, danke der Nachfrage. Tatsächlich bin ich gut im Amt angekommen. Man hat es mir sehr leicht gemacht im Amt. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Insofern kann ich tatsächlich sagen, ich bin gut angekommen. Das heißt, Sie fühlen sich auch wohl in der Verbandsgemeinde mit den neuen Mitarbeitern, neue Menschen, die Sie kennenlernen durften? Das ist so, ja. Doch. Kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Was haben denn Freunde, Familie gesagt, als Sie gesagt haben, dass Sie der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde werden wollen? Also das war ja ein relativ früher Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Ich glaube, es war Februar, März, als man sich erstmalig mit dieser Frage beschäftigen musste. Und da gab es die unterschiedlichen Reaktionen. Auf der einen Seite die Familie, die sich gefragt hat, was bringt das für Veränderungen mit sich, ein solches Amt. Die Freunde, die es im Prinzip schon vorher wussten, die gesagt haben, ja, das war klar, dass du das machen möchtest, und so waren die unterschiedlichen Reaktionen, die ich erfahren durfte, aber eigentlich alle schlichtweg positiv. Kamen Ihnen denn Bedenken oder Zweifel, als dann wirklich feststand, dass Sie der neue Bürgermeister werden? Zweifel nicht. Es war eine positive Nervosität, die sich eingestellt hatte. Man ist irgendwann gewählt, an dem Wahlabend selbst weiß man, man wird der Bürgermeister, ist es aber noch nicht. Und das ist dann schon ein Moment, wo man sich fragt, okay, jetzt wird's ernst, was passiert da mit einem? Und so richtig realisiert oder realisieren konnte ich das erst an dem Abend der Einführung. In der Traishalle habe ich dann oben auf dem Podium gestanden, in die Menschenmenge hinuntergeschaut. Und das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist da was anders als vorher, jetzt ist da was passiert. Also ich denke mal, das war für mich so der Moment, in dem ich begriffen habe, jetzt werde ich Bürgermeister einer Verbandsgemeinde und was auch für eine Aufgabe da auf einen zukommt. Ist das schon sowas wie so eine Routine mittlerweile da, oder ist man immer noch in der Findungsphase? Routine jetzt mit Blick auf das Amt. Nee, eine Routine würde ich jetzt nach 80 Tagen tatsächlich nicht sagen. Dafür lernt man jeden Tag noch neue Dinge kennen. Und das wäre vermessen zu sagen, dass man nach 80 Tagen alles beherrschen würde oder alles kennen würde. Routine nicht. Ich denke, eine gewisse Sicherheit habe ich mitgebracht aus meiner vorigen Tätigkeit, also dass ich keine Angst davor hatte, dass mir das Verwaltungshandeln an sich gelegen hat. Ich denke, da habe ich ein gewisses Rüstzeug gehabt, was es mir einfacher gemacht hat. Vielleicht können Sie kurz in zwei Sätzen sagen, jetzt haben Sie die Leute neugierig gemacht, was haben Sie vorher gemacht? Vorher war ich bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich beschäftigt, war dort im Büro des Landrats tätig, als persönlicher Referent des Landrats, als Pressesprecher, als Fachbereichsleiter für den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Und das war schon ein bunter Strauß an Aufgaben, die man da hatte, die einen dann auch ein bisschen das Rüstzeug vermittelt haben für die Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Können wir nachher nochmal drauf eingehen, wo es dann irgendwelche Schnittmengen gibt, jetzt mittlerweile zwischen Ihrer bisherigen Tätigkeit oder vorherigen Tätigkeit und dem, was Sie jetzt machen? Ja, Sie haben ja jetzt viele neue dienstliche Verpflichtungen. Haben Sie da jetzt noch viel Zeit für den Posten als Vorsitzender im Musikverein? Das ist eine gute Frage. Welcher Musikverein ist das denn? Kann man ja nennen, wenn Sie Musikverein... Der Musikverein Monzel. Ah, Monzel, ja. Übrigens der älteste Musikverein im Landkreis Bernkastel. Ah, ja. Okay, sollte auch. Ja, muss mal gesagt werden, ja. Was spielen Sie da? Trompete. Trompete? Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich...
Ein Kollege aus dem Musikverein hatte immer mir angedeutet, dass er mich nicht wählen würde, weil er befürchtete, dass ich dann den Vorsitz niederlegen würde. Ja gut, es ist eine Frage, mit der man sich beschäftigt. Man ist jetzt Bürgermeister einer Verbandsgemeinde mit 45 Gemeinden, mit über 30.000 Einwohnern. Das bindet einen zeitlich doch sehr stark und von daher macht man sich natürlich Gedanken darüber, ob das Bürgermeisteramt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Funktion des Vorsitzenden noch miteinander vereinbar ist, um beiden Aufgaben dann auch gerecht zu werden. Und ich bin auch in der Findungsphase. Meiner Frau habe ich zugesagt, dass ich mir Gedanken mache, das Amt in andere Hände zu geben. Den Musikerinnen und Musikern habe ich anderes zugesagt. Ich, ich stehe noch ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, ja, aber irgendwann muss ja eine Entscheidung fallen. Und ja, also die Aufgabe ist mir sehr wichtig und es fällt einem natürlich auch schwer loszulassen. Ich bin seit 2001 mit einigen Unterbrechungen Vorsitzender. Seit über 30 Jahren musiziere ich im Verein. Und auf der einen Stelle dann zu sagen, ich gebe dieses Ehrenamt auf. Ja. Und auf der anderen Seite als Bürgermeister auch in der Verpflichtung zu sein, neue Ehrenämter anzunehmen, das ist dann schon eine Herausforderung. Also ich habe im Verein kundgetan, dass wir uns über die Zukunft Gedanken machen müssen und das werden wir jetzt auch tun. Ja, aber als aktives Mitglied werden Sie auf jeden Fall im Rahmen dessen, was machbar, was die neue Tätigkeit jetzt zulässt. Da werde ich dem Verein erhalten bleiben und da habe ich auch ein Agreement mit meinen Sekretärinnen, dass man mir den Montagabend dann nach Möglichkeit freihält. Ja. Können Sie ja mal ein Beispiel, fragen Sie mal Ihren Amtskollegen von der Verbandsgemeinde Traben-Trabach, der ist ja auch musikalisch, der singt ja, genau. Na, der kann Ihnen da vielleicht mal Tipps geben, wie Sie da so diese Gratwanderung hinbekommen. Ja. Ja. Hm? Ja. Ja, Sie sind ja musikalisch dann sehr engagiert. Könnten Sie sich denn vorstellen, den Verbandsgemeindechor wieder aufleben zu lassen und eventuell auch bei diesem mitzusingen? Das kennt er den gar nicht, oder? Tatsächlich ist es so. Ja. Mir war gar nicht bewusst und ich hatte jetzt eigentlich von mir den Anspruch, dass ich die Verbandsgemeinde gut kenne, aber tatsächlich war es mir nicht bewusst, dass die Verbandsgemeinde Verwaltung oder Verbandsgemeinde? Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde einen eigenen Chor hatte. Tatsächlich bin ich dann eher im Bereich der Blasmusik angesiedelt. Meine Gesangskünste, sage ich mal, für den Kirchengesang reichen sie aus und vielleicht auch noch für die ein oder andere Party, aber für aktiven Chorgesang, denke ich mal, da sind andere Prädestinierte. Mhm. Gut, ich denke, dass ihr das hier noch im Anschluss an das Gespräch hier bilateral klären könnt. Und was der Chor auf sich hat, seine Geschichte und wie ihr euch das vorstellt, dass es weitergehen kann. Kommen wir zurück zur Tätigkeit des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Wittlichland. Das, was ich eben gerade angesprochen habe. Sie waren vorher bei der Kreisverwaltung nah am Geschehen dran, wenn man so nah am Landrat dran ist. Und jetzt in dieser neuen Funktion sehen Sie da Schnittmengen. Hatten Sie schon vorher in der vorigen Tätigkeit Kontakte zur Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Sie jetzt von einer anderen Seite aus dann nochmal sehen und auch bearbeiten können? Das ist so. Also sowohl durch meine ehrenamtliche Tätigkeit, ich bin seit 2014 Mitglied des Verbandsgemeinderates gewesen, also insofern war mir die Verbandsgemeinde keine Unbekannte. Auch noch ehrenamtlich tätig. Boy, Musikverein, Vorsitzender und dann noch im Verbandsgemeinderat. Okay, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Nein, ich kann nur Werbung machen, dass sich alle nach Möglichkeit intensiv ehrenamtlich engagieren sollten, weil es wichtig ist. Aber insofern war mir die Verbandsgemeinde keine Unbekannte. Mhm. Und gerade in der Tätigkeit in der Kreisverwaltung und an dieser Stelle gab es doch sehr enge oder sehr viele Schnittstellen zu den Verbandsgemeinden und den verbandsfreien Gemeinden. Ich selbst durfte auch als Mitarbeiter der Kreisverwaltung an den Bürgermeisterdienstbesprechungen teilnehmen. Und es ist dann schon interessant, wenn ich dann jetzt auf einmal auf der anderen Seite des Tisches als Bürgermeister sitze. Eine ganz interessante Erfahrung. Aber so ist es gut, dass Sie die Strukturen kennen und daher natürlich auch Wege verkürzen können, weil Sie die handelnden Personen kennen, weil Sie die Situation kennen. Und das erleichtert natürlich das schon kolossal, weil Schnittmengen zur Kreisverwaltung ist ja kein unerhebliches Thema, oder? Oder ist es? Nein, die Kreisverwaltung als Aufsichtsbehörde, als Genehmigungsbehörde in vielen Sachverhalten, das ist nicht schädlich, wenn man da auch die zuständigen Ansprechpartner kennt. Genau.
und Sie wissen dann die Kreisverwaltung dann jetzt zu nehmen in kritischen Fragen. Möglicherweise. Möglicherweise. Gut, gut. Müssen jetzt keine Antwort drauf geben. Gut. Alena, du hast noch Ja, Fragen. Wir haben jetzt viel über Ihre Vergangenheit auch gesprochen, aber wie sind denn Ihre Aussichten für die Zukunft? Haben Sie Projekte geplant und was sind Ihre Ziele? Ja, ich wurde in der Zeit vor dem 26. September, das war ja der Zeitpunkt der Wahl, oft nach meinen Zielen gefragt. Und natürlich hat man Ziele für die Zukunft einer Verbandsgemeinde, aber ich habe immer gesagt, zunächst die Pflicht, dann die Kür. Ich bin ein Amt angetreten, das, sage ich mal, ein knappes halbes Jahr nicht besetzt war. Also der Herr Beigeordnete Fritz Kohl hat das hervorragend gemacht, über 6 Monate lang die Verbandsgemeinde zu leiten nach dem Fortgang von Dennis Jung in den Rheinland-Pfälzischen Landtag. Aber es waren eben 6 Monate oder knapp 6 Monate ohne Bürgermeister. Und von daher war mein Ansinnen immer gewesen, in einem ersten Schritt mich hineinzufinden in die tägliche Arbeit, die Verwaltung kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen in der Verwaltung und die wichtigen Aufgaben anzugehen, die schon auf dem Schreibtisch lagen. Es war ja so, dass der Aufgabenzettel schon prall gefüllt war, als ich am 1. bzw. 2.11. mein Amt tatsächlich hier in Wittlich angetreten habe. Und von daher liegt mein Fokus jetzt zu Beginn meiner Amtszeit darauf, die drängenden Aufgaben, die vielleicht auch liegen geblieben sind, abzuarbeiten. Und eines der Ziele wird ja auch sein, dass der Herr Manuel Vollmann als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlichland dieses Podcast hier und diesen Beitrag auch weiter unterstützt und wir auch in Zukunft hoffentlich noch oft zusammensitzen. Also Sie jetzt weniger, ja, aber Sie dürfen sich dann im Fernsehen angucken oder beispielsweise in Spotify als Podcast oder auf Ihrer Homepage, wo Sie das überall verbreiten und diese Erfolgsstory, die wir letztes Jahr gestartet haben, einfach fortführen. Das muss ein Ziel von Ihnen sein, da kommen Sie gar nicht drum rum. Das ist ein ausgesprochenes Ziel, vor ganz vielen Zuschauern, ja. Die Frage werde ich allerdings dann erst beantworten, wenn ich die heutige Folge dann gesehen oder gehört habe. Herr Vollmann, Sie werden begeistert sein. Ja, ich will jetzt sagen, Sie sind zu Tränen gerührt, das jetzt nicht unbedingt, aber Sie werden begeistert sein. Aber an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön zunächst mal an den offenen Kanal für die Möglichkeit, dass wir das hier in Ihren Räumlichkeiten und auch mit Ihrer Unterstützung tun. Aber ich denke, das ist auch ein Engagement unserer jungen Mitarbeiterin, dass diese Idee, sage ich mal, gesponnen zu haben und sie auch dahin entwickelt zu haben, wo sie jetzt steht. Also das ist ein tolles Projekt. Ob die Alena Hahn oder ob das jetzt die Marie Kreiner ist oder die das Ganze organisiert, die Carina Alt-Linden. Eine Kamera kriegen sie mal jetzt nicht eingefangen, aber sie sitzt da hinten und passt auf, dass wir auch alles richtig machen. Also sie sollten nicht unerwähnt bleiben. Also es ist schon ein Team. Okay. Die Marie Kreiner, die natürlich auch zu dem Team gehört. Also vielleicht wird es auch noch erweitert. Aber wir wollen jetzt nicht nur Eigenwerbung betreiben, es geht ja weiter um den Herrn Manuel Vollmann. Genau. Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie Sie Projekte oder auch Ziele mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verwirklichen können und die auch mit denen erfolgreich abzuschließen sozusagen? Also im Prinzip sind das keine Ziele, sondern wir haben die Projekte quasi schon auf den Tischen liegen. Und natürlich habe ich da eine Vorstellung, wie ich diese Projekte umsetzen möchte. Und da steht ganz klar das Team im Vordergrund. Ich sage immer, ein Bürgermeister darf kein Einzelkämpfer sein, weil ein Bürgermeister muss sich immer vor Augen halten, er alleine kann nichts bewegen. Er braucht die Beigeordneten, die ihn unterstützen. Er braucht den Rat, die politischen Entscheidungen auch herbeiführen, damit der Bürgermeister auch seine Ideen vielleicht realisieren kann. Er braucht eine starke Mannschaft in der Verwaltung, die ihn bei der Umsetzung, beim Vollzug der Aufgaben unterstützen. Und insofern steht bei mir immer ganz oben das Team. Klar muss immer sein, dass auch innerhalb eines Teams jemand den Hut auf hat, eine gewisse Führungsverantwortung übernehmen muss. Das kann mal der Bürgermeister sein, das kann aber auch in manchen Projektgruppen Mitarbeiter oder Kollegen sein. Aber die Teamarbeit steht bei mir ganz im Vordergrund. Haben Sie denn eine Vorstellung, wo Sie die Verbandsgemeinde am Ende von Ihrer Wahlperiode sehen würden?
Gut, nach 80 Tagen schon zu sagen, wo die Verbandsgemeinde in acht Jahren steht, ist schwierig. Ich würde mich freuen, wenn wir eine, oder wenn ich dann immer noch ein Bürgermeister einer Verbandsgemeinde sein dürfte, in der sich die Menschen mit Achtung und Respekt begegnen, in der Ehrenamt gelebt wird, in der sich in allen 45 Gemeinden nach wie vor ehrenamtliche Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister finden, die die Gemeinden vorantreiben wollen. Die Gemeinde, die lebens- und liebenswert ist, in der ja, Digitalisierung nicht nur eine Worthülse ist, sondern wo Digitalisierung dann auch tatsächlich angekommen ist. Also da gibt es viele Bereiche, wo ich eine Verbandsgemeinde sehen möchte. Und so im Großen und Ganzen, dass man einfach den Eindruck hat und das Gefühl, oder mehr noch das Gefühl, dass man in einer gut aufgestellten und liebenswerten Verbandsgemeinde wohnt. Dass Sie einfach nach 8 Jahren auch sagen können, es war eine tolle Zeit und es geht der Verbandsgemeinde Wittlich-Land nicht schlechter, wie es damals zu Beginn meines, als ich das Amt angetreten habe, dass es ihr da jetzt schlechter geht. Und dass die Bürger auch selber sagen, wow, jetzt mal in der, die Sprache verändert sich ja auch, deswegen nutze ich mal die Sprache, es war eine geile Zeit. Und sie steht zur Wiederwahl. Ja, dann hätten sie doch schon mal ein tolles Ziel erreicht. Natürlich neben den Dingen, dass sie natürlich dazu auch entsprechend gesund bleiben und die Motivation behalten. Gut, heute in 8 Jahren wissen wir ja schon, ob ich zur Wiederwahl gestanden habe oder nicht. Ja, ja genau. Ja, tatsächlich, wenn ich aber in der Lage bin, zum Ende der Amtszeit zu sagen, okay, ich kann guten Gewissens mich an der Wiederwahl stellen. Mhm. Ich denke, dann... Und alle sagen, es war einfach eine geile Zeit. Ja, und eine gewinnbringende Zeit. Mhm. Gerne. Ja, Alena, das waren so die Fragen, die du an den... neuen Chef hattest. Genau. Auch meinerseits waren das so mal so spontane Fragen, die mir jetzt eingefallen sind. Herr Vollmann, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich diesem Gespräch und diesem Podcast gestellt haben, den Fragen der Alena Hahn so offen begegnet sind. Dankeschön. Und auch meine Fragen, die mir so spontan eingefallen sind. Ich glaube, Sie könnten der richtige Mann für diesen Posten sein. Und das schwere Amt, das Sie übernommen haben jetzt von dem Herrn Jung, der ja wirklich sehr erfolgreich diese Verbandsgemeinde Wittlich-Land geführt hat, dass Sie diese Erfolge dann fortsetzen können. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie motiviert und Sie sind immer wieder herzlich eingeladen hier im offenen Kanal für ein Gespräch über das, was in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land passiert. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich auch recht herzlich für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, Wittlich Landcast erfahre mehr.